mein Grundsatzgedanke ist, da wo viel Energie ist, wo viel Konzentration ist, wo viel Bedürfnis ist, da entsteht ein Nukleus. Und dieser Nukleus erzeugt eine Gravitation und die Gravitation zieht dann Möglichkeiten an. Ein erstes Fazit, das fällt für mich sehr positiv aus. Wir haben uns am Mittwoch hier getroffen, um die Arbeit aufzunehmen im Studium mit John, mit dem Klanglabor. Und ich bin begeistert, was wir in diesen Tagen gemacht haben. Wir hatten jeden Tag einige Stunden Zeit, unsere Musik nicht nur zu proben, sondern auch zu entwickeln und zum Teil ganz neu zu entwickeln, eben gerade weil John mit uns dabei ist. Er hört uns enorm zu, was wir machen, und ich spüre, wie er mit seinem Background sich total gut bei uns wohlfühlt, eingliedern kann und auch seine Feedbacks an uns oder an die ganze Band, an die Musik selbst, die sind unendlich kostbar. Es ist eine außerordentlich konzentrierte Arbeit hier. Und im Wort Konzentration steckt ja auch das Wort Zen. Das heißt, es ist wirklich die Wahrnehmung des Moments genau im Hier und Jetzt. Ist allerdings auch ziemlich anstrengend, weil diese volle Konzentration über einen Bogen von 6 Stunden aufrechtzuerhalten, das ist auch für erfahrene MusikerInnen nicht ganz einfach. Ich genieße die Zusammenarbeit sehr. Wir haben so in dieser Zeit, jetzt in dieser Probenzeit, auch wirklich Gelegenheit gehabt, auch das Interplay zu verfeinern. Es ist, als ob wir noch genauer wissen, wann was zu sagen ist. Die Antworten sind verfeinert. Und was wir jetzt hier machen, ist eigentlich eine Mischform zwischen Improvisation und dann sozusagen eine Improvisation, die sich setzen kann wie ein Sediment. Und ich habe ein Wort dafür, nämlich Komprovisation. Eine Mischform von Komposition und Improvisation. Es gibt Stücke, die wir jetzt hier spielen, die haben wir schon im Duo ausprobiert. Die haben wir einmal im Quartett auch schon mal ausprobieren können. Und jetzt haben wir sie hier ins Studio gebracht, haben Probezeit gehabt und aus diesem Stück ist nochmal was ganz anderes entstanden. Und das zeigt auch, was für ein Potenzial in diesem Ansatz ist, mit diesem halb komponierten, halb improvisierten Material umzugehen, wenn genügend Spielfreude, Offenheit und Lust dazu da ist. So, als ob man eine Pflanze, die ist wie wenn sie veredelt wird. So, als ob man auf einen bestehenden Baum, eine bestehende Pflanze, einen Teil neu setzt, der neu wächst und das Gesamtbild verändert. In gegenseitigem Respekt auch, ohne dass eines das andere umwächst, abwirkt oder ja, für sich blühen muss und das andere nicht mehr sichtbar ist. Es ist immer noch Klanglabor, aber es ist ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen das Plus jetzt noch obendran, was natürlich entstanden ist durch diese Zusammenarbeit auch mit John, mit dem neuen Instrument, das da reinkommt, nämlich der wunderschöne Flügel, den er spielt. Thank you.
nicht als Teil des Klanglabors. Ich fühle mich überhaupt nicht als Klanglabor und ein Gastmusiker. Und ich denke, das ist auch die Vorbedingung, dass wir wirklich spannende Musik zusammen machen können. Dieses Zusammenweben, was wir geschafft haben in diesen paar Tagen, das ist ein unglaublicher Glücksfall. Ich würde sagen, so alles sehr stimmig, wir haben eine tolle Atmosphäre, professionelle Begleitung und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Musik dringt in den Menschen ein, ohne dass es große Schranken zu überwinden gibt. Das geht sehr direkt, weil es ist Schwingung und wir geraten automatisch auch in Schwingung. Wenn man musiziert, ist man einerseits erzeugt man die Musik ja gerade im Moment und andererseits auch das Publikum, wenn eines vorhanden ist, genau in diesem Moment mit dir zusammen im selben Raum, in derselben Schwingung. Und da entsteht etwas Magisches. Do-da-da.